Einen wunderschönen guten Morgen, kurz nach 7 in Köln City. Wir sind hier wieder bei unserem Kumpel von Gentleman Barber Clubs. Alle Mann sind da, guck mal, da sind ganz viele Leute, die mitgeholfen haben zu sammeln und so weiter und so fort. Felix braucht erstmal einen Kaffee oder 5. Guck mal, hier sind ein paar Geschenke angekommen, würde ich sagen. Wir haben unsere im Auto. Wir haben mal gestern Abend schon alles eingeladen und heute Morgen hier rüber. Jetzt verteilen wir die ganzen Geschenke auf 3 oder 4 Autos und dann fahren wir mit allem an zur Uniklinik, auf die Kinderkrebsstation und werden da die Geschenke abgeben. Ich bin auch richtig fit. Das ist genau meine Uhrzeit, ja. Das ist genau mein Ding. Ja gut, ich denke, die Kids werden sich mega freuen. Da sind viele schöne Sachen zusammengekommen. Ich habe bei euch schon mal so ein bisschen geguckt, da sind gute Sachen gekommen. Bei uns sind auch so viele geile Sachen dabei. UNO-Spiele ohne Ende und Carrera-Bahn und so weiter und so fort. Das ist wirklich schön zu sehen, einfach, dass so viel zusammengekommen ist. Ein paar Geldspenden haben wir auch. Die Geldspenden, die könnt ihr auch immer noch abgeben. Hier nochmal die Bankverbindung mit allen Daten und in der Videobeschreibung auch. Das wird noch bis Ende des Jahres laufen. Und da sagen wir euch dann im Januar Bescheid, wie viel zusammengekommen ist. Ja, wir werden das ganze Zeug jetzt mal einladen und dann, wie gesagt, rüberfahren. Ich denke, im Krankenhaus werden wir nicht filmen, aber wir ein Foto machen wir auf jeden Fall noch. Ja, ja klar, Foto. Wir machen auf jeden Fall ein Foto und wir erzählen euch natürlich auch nachher, wie es so gewesen ist. Also würde ich sagen, später. All I want for Christmas is loving from you. I put you on my wish list like Santa, go get this. It's smooth, honey. Girl, you look better than new money. Don't even know what bad of them eyes gonna do to me. I catch myself daydreaming in different situations, but the fear of approaching you, leaving me complacent. Wanna build with you like Masons. I see us touring the nations. I'm getting ahead of myself, well, I guess I learned some patience. But you got me thinking thoughts I never thought I would think. Like when I'm buying kicks for me, like yo, do they come. So, sind wir jetzt hier an der Kinderklinik angekommen. Ihr seht, die Geschenke haben die Fahrt überlebt von Erkelenz nach Köln. Hier, guck mal, da alle Autos voll. Hier der Audi auch voll. Pickup auch voll. Einer Pickup von uns auch voll. Morgen. Und ja, jetzt gucken wir mal, dass wir die ganzen Geschenke auspacken können. Ausladen können, meine ich natürlich. Auspacken nicht, das müssen die Kids machen. Ain't no if, buts and maybes. But maybe one day you and I go half on the baby. Split a $1,500 mortgage, half on the lazy boy. Sofa. For when people coming over, want someone to take you to love. Well, let me be your chauffeur, come on. All I want is you, all I want is you. A Christmas wish, girl, tell me, is it coming true? Cause if I can't have you, don't know what I'm gonna do. Cause the only thing I want for Christmas is me and you, come on. All I want is you, all I want is you. A Christmas wish, girl, tell me, is it coming true? Cause if I can't have you, don't know what I'm gonna do. Cause the only thing I want for Christmas is me and you, yeah. So, liebe Freunde, wir haben jetzt mit allen Jungs hier zusammen alle Geschenke hochgetragen und hier ins Spielzimmer gepackt. Wir sind alle so ein bisschen geflasht über eure Unterstützung. Ich glaube, die Kids, die werden sich echt freuen. Also, wir haben jetzt ja, wie gesagt, mit allen hier alles hochgeschleppt. Die Claudia Mützenbach sagte gerade von der Uniklinik, dass unheimlich viele neue Kits eingeliefert worden sind jetzt und unheimlich viele neue Diagnosen kommen, sind auch ungewöhnlich viele für diese Jahreszeit. Ja, das bewegt uns natürlich dann noch mehr und wie gesagt, deswegen wäre es schön, wenn ihr auf jeden Fall noch was spenden würdet. Auch wenn ihr einfach so zwischendurch hier ein UNO-Spiel oder was auch immer abgeben möchtet, ist das immer möglich oder eben bei Felix und Elmar im Barbershop oder bei uns. Adressen und so weiter hauen wir euch nochmal in die Videobeschreibung rein. Die brauchen immer was und wie gesagt, würde uns freuen, wenn ihr uns da ein bisschen unterstützen würdet. Elmar hat die Aktion irgendwann mal ins Leben gerufen. Wann war das? Vor 2 Jahren? 5 Jahre. Vor 5 Jahren. Jahr schon. Okay. Ja. Und ja, wir haben uns stetig gesteigert, würde ich sagen. Oder? Safe. Ja, die Aktion ist stetig gewachsen. Angefangen mit 100 Geschenken, glaube ich. Und jetzt über 600. Also, ja, es sind definitiv über 600. Definitiv über 600. Ja, es sind halt, wir haben jetzt mal so grob überschlagen, wir haben wahrscheinlich so ungefähr 500 UNO-Spiele alleine. So, und wenn du jetzt mal guckst, wie viele große andere Sachen noch dabei sind, Carrera-Bahn ist dabei, dann irgendwo dieses Furzi. Ja, Furzi ist das Beste. Furzi ist geil. Da werden sie am meisten drum kloppen. Das nehmen wir wieder mit. Ja, genau, das nehmen wir wieder mit. Was man auch noch dabei sagen muss, vom letzten Video, da haben wir ganz viele Kommentare bekommen, man könnte die UNO-Spiele laminieren. Ja, geht nicht. Geht leider nicht. Die werden nach einmaligem Benutzen weggeworfen. Und es ist einmal auch so, dass die nicht mehr hier raus dürfen. Das heißt, die haben eh so eine Halbwertszeit und dann landen die leider in der Tonne. Und umso besser, dass so viele zusammengekommen sind. Und dann besser die wasserfesten Karten kaufen, dann können die vielleicht noch irgendwie einmal desinfiziert werden, sagt sie eben noch, aber dann ist auch vorbei. Genau. Ja, auf jeden Fall vielen Dank. Auch Dank an unsere Helfer nochmal. Ja.
hier unsere Jungs, die alle geholfen haben. Ja, haben wir. Die Hand hat geholfen hier. Ja. An der Hand ist auch noch ein Körper. Da ist er. Ja, hier unsere Jungs, die geholfen haben. Dass wir alles bringen durften. Mega stark. Echt. Wir wussten nicht so richtig, ob jetzt die Kids hier sind oder nicht und deswegen haben wir gesagt, okay, dann können wir doch hier filmen, um einfach euch auch nochmal euer Werk, unser gemeinsames Werk zu zeigen, weil ich denke, das ist halt einfach auch nochmal schön zu sehen, wie die Geschenke hier liegen und ja, wenn man sich jetzt überlegt, dass die kranken Kids mit ihren Geschwistern und so weiter halt jetzt Geschenke auspacken dürfen in der Fülle, das ist schon. Aber jetzt ist jeden toll. Tag Weihnachten, ne? Ja. Schöne lange Zeit, glaube ich. Vielen Dank auch an den FC tatsächlich, der mega viele Trikotsätze gegeben hat. Und wir haben auch ein paar Borussia-Trikots bekommen. Ist relativ belastend, aber trotzdem vielen Dank auch dafür. Es gibt bestimmt auch hier einige Gladbach-Fans. Vielen Dank an Lukas Podolski, der uns wieder echt zahlreiche Pakete hat zukommen lassen. Ja. Das Trainingslager. Pigment Gallery, ja. Luis, Breakfast. Klar. Und auch an jeden, der einfach, egal was war, vorbeigeschickt hat. Bin überwältigt, also selten sprachlos. Vielen Dank an den Jan, also dass du so dich damit reingegangen hast. Gerne, unfassbar, gerne. Elmar hat das gestartet. Hat mich dafür begeistert nicht damals. Nicht gedacht, dass das so viel wird. Und ja, es ist hier, also man könnte jetzt weinen und lachen zur gleichen Zeit, glaube ich. Ne? Also es ist unfassbar. Vielen ja. Dank auf jeden Fall an alle, die mitmachen und die noch mitmachen werden. Vielen lieben Dank. Danke. Danke auch an unsere Kunden. Da waren ein paar wirklich sehr spendabel. Kumpel von mir, der Horst. Horst hat 100 UNO-Spiele mal geschickt und echt geil. Also vielen, vielen Dank dafür. Ja, ich hoffe, dass wir nächstes Jahr die Tür hier nicht mehr zukriegen. Ich hoffe auch. Also das Ziel ist, dass das Zimmer nicht mehr zu betreten ist, weil alles voll mit Geschenken ist. Das ist das Ziel. Ja. Und Geld geht auch immer. Immer viel Geld spenden, weil die Kassenleistungen werden natürlich übernommen für die Krankheit, aber die ganzen Sozialpflegekräfte, die die Kinder auch betreuen, die werden nicht, glaube ich, soweit ich weiß, die Eltern, Kasse bezahlt, die müssen das Benzin sowas. Zahlen, und das ist halt solche Sachen, die müssen halt auch bezahlt werden und dann auch immer Geld überweisen. Auch das Thema Spielsachen und alles Mögliche, ob das jetzt hier eine Sitzgarnitur ist oder irgendwas, das wird alles nicht irgendwie groß von der Krankenkasse Möbel, oder so gestützt. Ne? Also alles, was hilft, ich sag mal, seelisch hilft, gesund zu werden, da müssen wir halt für sorgen. Ne? Und auch meiner Meinung nach auch wichtig, die Geschwister. Kinder, die natürlich ein bisschen in den Hintergrund rücken, wenn ein Kind krank ist in der Familie. Ja, und die ja trotzdem dann auch hier sind und genau. Alles mitbekommen. Und das ist auch sehr belastend, glaube ich. Die und auch sich jetzt hier daran erfreuen sollen. Ja, ja, ja. Das ist auch ganz, ganz wichtig, dass auch die nicht in Vergessenheit geraten. Genau. Schlimm genug. Ja, tausend Dank. Dankeschön. An dich. Ja. An euch. Danke. Jungs, es war mir mal wieder ein Fest. Und danke auch nochmal an euch alle, die getragen und geschleppt und besorgt und gespendet haben. Das oder die einfach nur gut ausgesehen haben. Der Mathis, der haut euch jetzt hier noch ein Geschenkeporn um die Ohren und dann... Auch danke an Mathis, ne? Auch danke an Mathis, genau. Danke und ich wünsche euch ein frohes Weihnachtsfest, guten Rutsch, habt eine schöne Zeit und wie gesagt, denkt dran, solange es euch gut geht, ist immer möglich, Kleinigkeit abzugeben. Haut rein.